dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Und schon geht's weiter. Folge Nummer 9 der munteren Philosophie-Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Veranstalter ist der Gleichsatzkanal, Schwesterkanal zur Gleichsatz-Website gleichsatz.de. Am Start die Nummer 43 der diesjährigen Paul-Sende-Festspiele. Korrigiere mich. Nummer 43 war das letzte Mal, ein Teil 8, Folge 8. Da wollte ich noch was zu der formalen Logik sagen, wollte ich nicht. Formale Logik ist übersetzt auf den staatlichen Ordnungsapparat, heißt Bürokratie. Da ist der Formalismus ist ein Formularismus. Da ist nur das von Bedeutung, wofür im Formular ein Punkt vorgesehen ist, ein Paragraph. Und sobald etwas nicht vorkommt im Formular, ist es ein Faktor, der vielleicht nicht gleich des Aufruhrs, aber doch der Unannehmlichkeit, weil man sich dann Gedanken machen muss, um was handelt es sich und wie bringt man das jetzt bürokratisch mäßig unter. Da ist dann in der Spesenabrechnung kein Posten vorgesehen, was tun, nichts als Schwierigkeiten. Aber in der formalen Logik, da passt alles so wie vorgesehen und es gibt keine Abweichungen. Und dementsprechend verläuft dann auch das gesellschaftliche Leben geregelt. Formal, die Formalitäten müssen eingehalten werden. Ja, aber das war es jetzt wirklich mit der Nummer. Der nächste Sende heißt, die Sprache ist unbeweglicher und konservativer als die meisten sozialen Gebilde. Sie ist noch immer geozentrisch, kennt nur den persönlichen Gott und ist das wahre Herrschaftsgebiet der Substanzvorstellungen. Die Reinigung der Sprache, die Zurückführung der Wörter auf ihre Erfahrungsgrundlagen, das Bewusstsein ihres abstraktiven Ursprungs muss ein notwendiger Bestandteil einer durchgreifenden sozialen Reform sein. Also, geozentrisch heißt auf die Erde bezogen, ja, das kann man nochmal durchgehen lassen. Der Vergleich zu einem anderen Planeten, der ist dann doch etwas weit hergeholt. Persönlicher Gott, gut, es geht auch ohne Gott. Herrschaftsgebiet der Substanzvorstellung, dem kann ich nur zustimmen.
Es wird immer gern substantiviert, immer gern ein Gegenstand. Die Gegenstände sind als die Subjekte sind in der Regel häufiger in Gebrauch. Allerdings vorkommen tun eher die Verben, was das Geschehen anbelangt. Die Tunwörter, die sogenannten. Und noch zahlreicher sind die Beschreibungen, die Adjektive. Die drei Bilder, Welt, wie es bei Mautner heißt, ist alles geregelt in der Sprache. Und diese Zurückführung auf die Erfahrungsgrundlagen, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Weil Erfahrung ist, heißt gar nichts. Die Erfahrung, die braucht irgendwelche, die braucht Normen und Kriterien, an denen sie sich messen lässt. Ansonsten ist, wie lautet das Beispiel bei Kant, der Einbrecher oder der Dieb, gibt es den Dieb, der hat gute Erfahrungen gemacht, das heißt, er ist wenig erwischt worden. Und derjenige, der schon beim dritten Mal ertappt wurde, was sollen wir daraus schließen? Dass das Stehlen insofern in Ordnung ist, als man nicht erwischt würde. Was ich zustimmen kann ich aber definitiv einer Subjektivierung der Wörter dahingehend, dass jeder weiß, wovon er spricht, dass Leute einen Begriff von den Wörtern haben, die sie verwenden, also der eigene Wortschatz reflektiert wird und nicht einfach so dahin geplappert, ohne eine Ahnung zu haben, dieses Geschwätz, der Klatsch und was es da nicht alles für Entartungen, sage ich mal, gibt, der gepflegten Rede. Und was diesen Zurückführung der Wörter in Herrschaftsgebiet bzw. juristischer Hinsicht angeht, da haben sich einige Begriffe aus der frühesten Rechtsbildung herüber tradiert, denen jegliche Begründung fehlt, die zumindest sehr schwach legitimiert sind, auch wieder nur im Rückbezug auf andere Begriffe, die auch wieder schwach sind in der Begründung. Also da ist einiges im Busch. Was gerade den Eigentumsbegriff, nur um einen zu nennen, ist einigermaßen fragwürdig, die Rechtfertigung des Eigentums durch Arbeit oder Erbschaft, wie auch immer, da gäbe es einiges zu klären, zu verdeutlichen,
und zur Abstimmung zu stellen. Das wäre dann noch das Amüsantere. Gut, wir machen weiter. Noch zwei Folgen, drei Nummern der Paul-Sinde-Festspiele in der Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Auf Kanale Gleichsatz. Die Nummer 45. Sämtliche Fehl- und Trugschlüsse haben ihre Wurzeln im Abstraktionsvorgang. Jeder Schluss ist die Verbindung von mehreren Urteilen, die ihrerseits durch eine Zusammenfassung mehrerer Begriffe entstanden sind. Begriffe entspringen ihrerseits auch Urteilen, alle stellen daher eine vielfach potenzierte Abstraktion dar. Der Fehler entsteht dadurch, dass diesen partiellen Begriffen und Urteilen Allgemeingültigkeit zugeschanzt wird. Das Merkmal, das nur hervorgehoben wurde, erlangt ein selbstständiges, absolutes, beziehungsloses Dasein. Hier wäre zu bemerken, dass sich das alles auf einen Objektivismus bezieht und aus der Sicht des Subjekts betrachtet, also nicht nur des Individuums, welches sich schwuppdiwupp sowieso gleich dem Allgemeinen unterordnen lässt oder überhaupt nur als Teil des Allgemeinen verstanden wird, sondern ein Subjektivismus, der sich daraus ergibt, dass jeder, dass eben dieses Subjekt einen Begriff hat, eine Bedeutung, sich einer Bedeutung bewusst ist in Bezug auf die Begriffe, die gebraucht werden. Und zwar auch in ihrem Zusammenhang untereinander, so dass ein festes, gefestigtes Meinungsbild vorhanden ist, gepaart mit einer Urteilskraft, die auch gestählt durch verschiedene Lektionen ein gewisses Niveau erreicht hat und in der Lage ist, in einem Geschehen sofort die Sache auf den Punkt zu bringen. Ja, also sämtliche Fehl- und Trugschlüsse, was auch immer an Fehl- und Trugschlüssen, das ist sowieso ein Feld ohne Ende. Es ist nur deswegen, weil eben nach diesen Fehl- und Trugschlüssen nicht gesucht wird, werden auch keine gefunden. Ungefähr so jetzt vergleichbar Corona mit dem Impfen, wird weniger getestet, mit dem Testen, so ist es. Wird weniger getestet, gibt es auch weniger Corona-Fälle. Und das lässt sich hier auf diese Fehl- und Trugschlüsse übertragen, wird weniger getestet, beziehungsweise untersucht und geprüft, was da so alles an Trugschlüssen unterwegs ist, beziehungsweise Schlüssen und Ableitungen und noch so Vorstellungen gibt von allen möglichen Leuten in allen möglichen Positionen und überhaupt die Frage des Verhältnisses Urteil und Begriff. Da ist einiges hinfällig, so wie jetzt wieder gemacht.
einiges hinfällig, dadurch, wenn einfach nicht mehr aus objektivistischer Sicht betrachtet wird, dann ist das Urteil immer, dann ist alles ein Anerkennen oder ein Verwerfen, ein Zustimmen oder Ablehnen. Es gibt da keinen indifferenten Zustand. Es wäre dasselbe, als könnte sich jemand seines Wollens entledigen. Das ist genauso unsinnig, wie zu glauben, man könnte sich seiner Freiheit entledigen und sich quasi zum Sklaven erklären in, was weiß ich, in Sadomaso. Damit der Würde, wenn das abgesprochen wird, ist das ganze Menschsein abgesprochen. Es würde Grunde genommen alles seinen Sinn verlieren. Und deswegen man kann nicht wollen. Man kann zwar wollen, nicht zu wollen, aber dann ist es eben auch gewollt. Und mit der Freiheit ist es nichts anderes. Da habe ich die Freiheit, den Sklaven zu geben. Aber es ist dann eben auch Freiheit und keine Sklaverei. Also, diese objektivistische Sichtweise ist in ihrer Kritik durchaus berechtigt, aber man kann sich auch anders den Objektivismus vom Halse schaffen. Und es ist dann eben die Frage, ob innerhalb dieser Kritik, ob damit auch der Objektivismus abgeschafft wird, was viel entscheidender ist. Da hat es schon einige Analysen gegeben, die dann letztlich doch wieder alles beim Alten gelassen haben, sodass die Unterdrückten im Grunde genommen derselben Logik aufsitzen wie ihre Unterdrücker. Beziehungsweise mit diesen Unterdrückern dieselbe Logik teilen und sie deshalb keine Möglichkeit haben, ihre Unterdrücker zu überwinden, weil das nur möglich ist, wenn diese Logik gebrochen, verworfen, zerstört wird, die Logik des Allgemeinen. Wenn das nicht der Fall ist, da haben die alle Möglichkeiten, sich da herauszureden und von den Machtmöglichkeiten einmal ganz abgesehen. Aber der eigentliche Punkt ist der, dass den Unterdrückten kein Argument einfällt, das nicht von den von der Obrigkeit weggelächelt werden kann. Gut, dann sind wir da eigentlich auch durch. Nehmen wir die nächste Nummer und schon. Es ist vorbei mit Paul Zinde in diesem Durchgang. Jetzt klickst du. Der Dogmatismus, Nummer 46, der Dogmatismus bedient sich solcher Mittel, wie sie in den religiösen, wirtschaftlichen, politischen Kämpfen üblich sind. Die Gleichheit aller erkennenden Subjekte, die Gleichheit der Bewusstseinsfunktionen sind Abstraktionen.
sie vernachlässigen die widerstreitenden Erfahrungstatsachen, die individuellen und sozial bedingten Unterschiede. In Bezug auf die tatsächlichen Bewusstseinsfunktionen besteht eine große Ähnlichkeit, nicht Gleichheit, die für praktische, sogar für theoretische Zwecke genügt, doch keine A Priorität der Erkenntnis begründen kann. Also das könnte man so jetzt verstehen, wie von mir vorhin besprochen, dass eben kein Aufstand oder keine Revolution erfolgreich sein kann, solange die Unterdrückten die Logik der Unterdrücker teilen. Und zwar spielt sich das eben in Form dieser Gleichheit ab oder Allgemeinheit. Solange da Gleichheiten, und das sind immer Objektivitäten, Gleichheit, das ist in irgendeiner Form eine Allgemeinheit, dann eine Allgemeingültigkeit, die von irgendwo herkommt, behauptet wird, aber im Grunde genommen keinen Grund hat. Auch wenn das dann relativiert wird in Bezug auf Ähnlichkeiten. Die sind niemals sowas wie Gleichheit oder Ähnlichkeit ist niemals, wird niemals wahrgenommen, sondern es ist auch ein Urteil und damit eine Subjektivität. Solange diese Gleichheiten und Ähnlichkeiten in einem Objektivismus dann also als allgemeingültig gelten, auch wenn es jetzt nur Ähnlichkeit ist, dann ist es, bewegt man sich immer noch im Bereich der Dinge an sich. An sich ist etwas gleich oder an sich ist etwas ähnlich. Das ist Unfug. Diese Ähnlichkeit macht nur als subjektives Urteil einen Sinn, weil da jemand da ist, der sagt, für mich spielen jetzt die Unterschiede keine Rolle, für das, was ich vorhabe, brauche ich mir da keine Gedanken machen. Ist der Bezug zur Ähnlichkeit eben ein praktischer. Und wenn mit einer Gleichheit eine Allgemeingültigkeit gemeint ist, die quasi per Natur und immer schon und auch wenn es keinen einzigen Menschen auf der Welt gäbe, dann vorhanden wäre, wobei dieser Vergleich immer hinkt, wenn kein Mensch, es keinen Menschen gäbe, darüber gibt es nichts auszusagen. Wenn es keine Menschen gibt, gibt es auch niemanden, der jetzt für menschliche Verhältnisse irgendeine Aussage von Belang treffen könnte, oder es ist, wie das ausschaut, es entzieht sich dann auch jeglichen intellektuellen Zugriffs. Also, um nochmal da auf diese Revolutionsthematik zurückzukommen. Solange die Masse der Menschen in die Abstraktionsfalle tritt, die letztlich ein Objektivismus ist, wird es ihr nicht gelingen, sich von denjenigen, die bestimmen und denen sie zu folgen haben, zu emanzipieren.
Und schon sind wir bei der Nummer 47. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Läuft die noch? Oder habe ich die jetzt gestoppt? Durch mein Anklicken. Countercheck. Ja, stimmt. Knappe 5 Minuten stehen noch zur Verfügung in der Folge mittlerweile 9. 9 mal 30 Minuten, was macht das? 4,5 Stunden Abstraktionen, Nominalismus und Sprachkritik. Einen Gegenstand benennen heißt, von seiner Individualität und Einzigartigkeit Abstand nehmen und in ihm den Repräsentanten einer Kategorie zu erblicken. Hatten wir schon gehabt, aber um das nochmal, weil eben, wenn sich etwas schon einmal gesetzt hat an dieser in diesen Sprachen, Tamtam, dann, wo war der Begriff? Weil da so ein großes Beharrungsvermögen besteht, dieser Begriffe. Deswegen würde ich das hier gern nochmal wiederholen. Wenn der Begriff Wirklichkeit einen Sinn machen soll, dann kann das nur eine individuelle Wirklichkeit sein. Also für als Begriff im Gebrauch eines Subjekts, um jetzt einen Großteil von Dingen zu umfassen, um die es jetzt gerade nicht geht, wenn das in einer Auseinandersetzung von Bedeutung ist, dann hat vielleicht auch der Wirklichkeitsbegriff noch Sinn, aber eigentlich braucht es den nicht. Der ist im Grunde genommen so überflüssig wie das Obst. Der Begriff des Obsts oder eben der Begriff des Staates, der hat eigentlich nur den Sinn, den Leuten einen Glauben an etwas zu indoktrinieren, muss ich sagen. Der Staat einfach Recht und Ordnung verkörpert, und Sicherheit im Zusammenleben garantiert, so, das ist so als Inbegriff. Aber wie oft gebrauche ich den Staatsbegriff? In meinem täglichen Leben oder den Begriff der Gesellschaft, da fällt der Begriff am Stammtisch oder wenn man sozusagen politisiert, alles sinn- und zwecklos, blödes Gelaber, ohne Erfolg oder eben nur man stimmt dem zu, schweigend oder mit eben diesem blöden Gelaber, jetzt ist meine Zeit um. Aber letztendlich gilt doch immer nur, dass jedes Volk die Regierung hat, die es verdient. Und nur ein Volk, das sich eine bessere Regierung verdient, wird eine bessere Regierung kriegen. Und
Wie kann es einem Volk gelingen, eine bessere Regierung zu bekommen, indem es seine Urteilskraft schärft und ansonsten ein höheres geistiges Niveau besiedelt? Und das war es gewesen mit der Folge 9. Peace out.